Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wilde Wälder. Es ist Anfang August, fiese 11 Grad oder 12 Grad, Nieselregen und ich habe gerade mal ein bisschen im Mais geschaut, wie der aussieht. Wie ihr gesehen habt, haben wir schon wieder einiges an Schaden drin. Aber in diesem Video geht es nicht um Schwarzwild, sondern diesmal ausnahmsweise um was Besonderes, zumindest etwas für mich Besonderes. Es geht um Muffelwildjagd. Ich bin eingeladen worden von einem guten Freund, einen Muffelwilder zu schießen bei ihm im Revier in Hessen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil auf Muffelwild hatte ich bisher also sehr wenig Gelegenheit zu jagen. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen und das Ganze per Video ein bisschen dokumentieren. Ich denke, das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Mein Jagdfreund kennt sein Revier sehr gut, weiß also, wann das Muffelwild wo austritt. Und ich bin wirklich schon ein bisschen aufgeregt, auch ein bisschen gespannt. Ich werde nachher erstmal nach Hause fahren und die Sachen packen. Am Sonntag, also übermorgen, geht es dann los. Und dann werde ich berichten. Bis dahin, bleibt man's heil. Moin, mein Lieber. Na? Alles klar? Hörst du schon? Ja, sicher, klar. Wird spannend, würde ich mal sagen. Hey, ja? Ich freue mich auch. Das Wetter spielt echt mit. Ja, da haben wir richtig Glück gehabt. Echt? Bin super. Doch. Gestern, ich war gestern noch raus. Ja. Bis drei. Und hat dieser Mond? Zwischendurch. Ja, ja. Es war insgesamt so dunkel. Ich bin so einen dicken Keiler hinterhergelaufen durch den Weizen. Klatschnass. Aber ja, Glück gehabt auf jeden Fall. Genau. Auf eine gute Yacht. Ich glaube, das wird ganz spannend. Wie gesagt, wettermäßig haben wir wirklich Glück. Philipp erzählt mir gleich noch mal ein bisschen was zu dem Revier, dass ich auch weiß, worauf ich mich da überhaupt einlasse. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir als erstes Anblick bekommen. Und wenn es irgendwie machbar ist, dass wir auch einen Widder dann zur Strecke bringen können. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Und jetzt packen wir die Sachen und müssen circa, was hast du, wie lange? Zwei Stunden müssen wir jetzt einplanen, okay. Aber das Wetter soll gut werden, ich bin optimistisch. Ja, alles klar. Ja, und wie er vorher schon von seinem Fahrstil berichtet hat, wären es vielleicht nur eine Stunde oder so. Mal gucken. Am Rückweg vielleicht. Bleibt mal Zeit. In diesem Revier habe ich früher schon gejagt. Habe ich quasi meine Jungjägerausbildung gemacht. Das Revier ist mir damals schon sehr ans Herz gewachsen. Ich habe dort sehr viele schöne Sachen erlebt, habe da sehr viel Zeit verbracht, viele Hochsitze gebaut. Und aufgrund verschiedenen Umständen gab es da einen Wechsel von dem Beständer. Den neuen Beständer kenne ich zwar auch, aber dass ich dort dann jagen durfte, hatte sich dann irgendwie nicht mehr so ergeben. Und der hat jetzt abgegeben, das Revier, und ich habe das Revier mit zwei Freunden gepachtet. Wir sind zu dritt. Und seit diesem Jahr, also jetzt erst seit ein paar Monaten. Okay. Vor 6 Jahren, so wurde mir berichtet, ich weiß nicht genau, wurde dort zum ersten Mal Muffelwild gesehen. Ah ja. Und seitdem sind die dort standorttreu und vermehren sich. Ein bisschen zum Ärgernis der Waldbesitzer, weil die auch den Schaden wohl machen und schälen. Ja. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange da jetzt wieder drin, dass ich das bestätigen kann, aber ich vermute mal, dass das stimmt. Und deswegen wollen wir auch versuchen, den Muffelwild jetzt ein bisschen auf den Leib zu rücken und versuchen dort jetzt auch ein paar Stücke zu bekommen. Okay. Ich habe mehrere Stücke schon gesehen. Das ist vor allem ein großes Rudel an einer Stelle, wo die wohl recht regelmäßig raustreten. Ja, die Fotos hattest du mir geschickt, ne? Korrekt, wie viel Widder und oder beziehungsweise wie viel Schafe habt ihr da insgesamt jetzt? Also in diesem Rudel, was ich gesehen habe, bestand aus 5 Widdern, 4 Lämmern und der Rest sind Schafe. Okay. Und weil wir aber auch dem Waldbesitzer zeigen wollen, dass wir da auch ein bisschen jetzt eingreifen, haben wir uns entschieden, jetzt bei den Widdern anzufangen. Und werden da jetzt mal gucken. Also einer von den 5 ist quasi unser Ziel. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe sie da jetzt jedes Mal eigentlich gesehen, wenn ich da war.
Es war aber entweder zu der Zeit, wo sie keine Jagdzeit hatten, oder ich war mit Fotografieren beschäftigt. Aber heute fahren wir hin, um Beute zu machen. Und ja, es ist eine spannende Stelle. Die Reviergrenze ist nicht weit, also man muss aufpassen, dass sie nicht dann plötzlich noch beim Nachbar landen. Ja. Und noch dazu sind Muffel auch recht schusshart. Also die können einiges einstecken. Das heißt, da hoffe ich, dass wir es passend hinkriegen, dass die auch gleich liegen. Wir werden jetzt also, wenn das Rudel kommt, gespannt hingucken, ob es immer noch die gleichen Stücke sind, wie eben gerade berichtet. Oder ob vielleicht sogar schon der ein oder andere fehlt, weil der Nachbar irgendwo zugeschlagen hat, was ja deren gutes Recht ist. Oder ob wir die Ersten sind, die jetzt ein bisschen auch mal regulierend eingreifen wollen. Okay, das werden wir dann gleich sehen, denke ich mal. Genau. Ja. Ich schalte wieder zu, wenn wir im Revier sind. Ein bisschen dauert es ja noch. Und dann kriegen wir, denke ich mal, einen ganz guten Überblick über die Ansitzmöglichkeiten oder die Fläche, wo das Muffelwild austritt. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Also hier sind wir jetzt im Revier, quasi direkt an der Reviergrenze. Gerade angekommen. Mal schauen jetzt mal, noch ist also nichts zu sehen, aber das ist die Wiese. Sag mal, ach ja, da hinten an dem Baum, sagst du, Philipp, genau. Ne? Bevor das Nadelholz anfängt, da sieht man so schemenhaft die Umrisse von dem Hochsitz. Und wenn ich jetzt weiterfahre, sieht man vielleicht auch noch den dahinter. Ja. So ein Erdsitz und danach kommt einer im Baum. Den, nee, man kann nicht richtig sehen. Das sind auf jeden Fall die beiden Sitze. Jetzt hier angekommen in Hessen in dem Revier von Philipp. Philipp hat eben mit mir eine schöne Rundtour gemacht und mir ein bisschen das Revier gezeigt von allen Seiten, inklusive dem schönen Schloss von dem Beständer. Es ist wirklich immer wieder faszinierend zu sehen, solche Gebäude. Und ich sehe schon, das Revier hat definitiv einen Reiz, ist landschaftlich sehr schön gelegen hier an der Lahn. Fischrecht gehört mit dazu und es ist sehr interessant. Wir machen uns jetzt so langsam fertig und werden dann von hinten möglichst leise die Wiese angehen, wo das Muffelwild also erwartet wird. So ganz klar waren wir uns jetzt noch nicht, wer sich wo hinsetzt, aber da vertraue ich natürlich einfach auf Philipp, der weiß am ehesten Bescheid. Ihr kennt es sicherlich auch, es ist eigentlich immer der falsche Sitz. Kommen immer beim anderen raus, aber so ist das nun mal bei der Jagd. Ja, Philipp telefoniert gerade noch mit seinem Yachtkollegen, der wird wahrscheinlich auch noch zu uns stoßen hinterher, wenn ich den vielleicht auch noch mal kenne. Ist immer eine schöne Sache, auch das Gesellschaftliche an diesen Yachten, andere Leute kennenlernen und ein paar Geschichten austauschen und ein bisschen klönen, gehört definitiv immer dazu. So, wir sind jetzt hier an der Wiese, wo wir uns ansetzen werden. Man hört es vielleicht im Hintergrund, einzige Manko an dem Revier ist tatsächlich die Autobahn, die leider mitten durchgeht. Man hört es nicht so fürchterlich laut, ist man bei anderen Revieren vielleicht sogar Schlimmeres gewohnt, aber auch hier nicht ganz ruhig. Schade, schade, weil ansonsten wunderschönes Revier, kann ich nicht anders sagen. Philipp, sag doch mal was. Ja, also wir sind jetzt hier an der Wiese, die hier vorne beginnt und sich da hinten durch das Tal entlang schlängelt, wo bisher die Muffel immer rausgekommen sind. Es sind mehrere Hochsitzer, an denen wir jetzt vorbeilaufen werden. Vielleicht setzt sich da noch ein Kollege an, der etwas später nachkommt. Und in ca. 600, 700 Metern kommt der erste Sitz und der zweite ist dann nochmal ungefähr 150 Meter weiter. Auf die beiden werden wir uns verteilen. Okay. Wenn die Muffel kommen, sind die in der Regel recht unruhig. Die sind ständig in Bewegung. Man muss sich früh entscheiden, welches der passende ist. Auf dem draufbleiben, warten, bis er passend steht und fliegen lassen. Wenn man zu lange guckt und auf den perfekten Moment wartet, passiert es, dass er dann... Oder zu lange filmt. Oder zu lange filmt. Kann es passieren, dass sie dann halt weg sind. Aber das werden wir nach dem Ansitz wissen, wie es gelaufen ist. Ich bin aber ganz optimistisch. Okay, sagen wir mal, was... Also sind fünf Widder sind da wahrscheinlich. Genau. Wie sieht es mit der Freigabe aus? Fünf Widder sind da. Es gibt einen recht, oder den ältesten Widder, den schätzen wir auf ca. 6 Jahre. Den wollen wir stehen lassen.
Schnecken. Bei den älteren gibt es einen, der tendiert etwas zum Einwachser, dass die Schnecken halt ein bisschen arg Richtung Unterkiefer wiederkommen. Okay. Könnte passieren, dass der einwächst. Das heißt, der wäre definitiv ein Abschusskandidat. Ja. Aber auch die anderen würden passen. Okay. Sind schon ausgetreten und ein Hase ist zu sehen. Sehr, sehr schöne Wiese, sieht das wirklich interessant aus. Ich hoffe, dass die Muffel jetzt auch wirklich rauskommen. Wenn auch nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Es ist so oder so wirklich schon ein schöner Tag. Aber natürlich bin ich auch hier, um Beute zu machen. Das ist immer bei der Jagd so, aber man steckt nicht drin, man kann es nicht versprechen, man kann es nie genau voraussagen. Ich denke, ich werde die Muffel hören, wenn sie ankommen. Das Laub ist relativ trocken. Müsste sich ungefähr so anhören wie eine Rotte sauen. Die Stunden verflogen regelrecht an diesem wunderschönen Ansitztag. Und während ich verspannt oder angespannt auf das Erscheinen des Muffelrudels wartete, hatte Philipp ein großes Glück und konnte zwei Kitze direkt unter seinem Hochsitz filmen und hat also wirklich ein paar sehr schöne Aufnahmen gemacht. Die Kitze lagen die ganze Zeit direkt neben dem Hochsitz und wurden zu guter Letzt sogar auch noch direkt unter der Leiter des Hochsitzes von der Mutter gesäugt. Das sind Bilder, die erlebt man auch nicht alle Tage. Rehwild in direkter Hochsitznähe ist jetzt zwar nicht so was Besonderes, aber zwei Kitze, die da gesäugt werden, ist schon wirklich ein fantastischer Anblick und es ist immer wieder schön, sowas macht so einen Jagdtag auch einfach aus. Langsam wird es dunkel, ich habe also noch einiges an Rehwild zu Gesicht bekommen und Hasen. Die Sicht wird etwas schlechter und zu guter Letzt tritt also noch ein sehr schöner Bock aus, genau zwischen uns, also zwischen den beiden Hochsitzen. Wir haben ihn von beiden Seiten gut gefilmt. Ich denke, das ist ein recht interessanter Bock, weil er ein sehr schwarzes, also sehr dunkles Gehörn hat. Insgesamt sind wir an dem Tag oder an dem Abend auf 17 Stück Rehwild gekommen. 17 unterschiedliche Stücke Rehwild, einige Hasen und einen Fuchs habe ich noch gesehen. Das Einzige, was gefehlt hat, war das Muffelwild. Ja, hallo. Wie ihr an den letzten Bildern sehen konntet, es wurde also dunkel, als wir die letzten Aufnahmen von Rehwild und Co. gemacht haben. Es war beim ersten Tag natürlich leider nicht erfolgreich. Was heißt natürlich? Philipp war völlig verzweifelt, weil die Muffel immer da waren, wenn er da war. Immer da, ich habe sie bisher immer da gesehen, aber wie es der Teufel will. Den einen Tag passierte gar nichts dergleichen. Jetzt sind wir erneut hier und sind guter Dinge, dass es heute klappen wird. Toi, toi, toi. Halt man's heil. Halt man's heil. Bedingt durch den etwas anders stehenden Wind als am letzten Jagdtag haben wir uns heute entschlossen, gemeinsam auf einen Hochsitz zu gehen, immer in der Hoffnung, dass das Muffelwild nicht auf unsere Fährte kommt, wenn es austritt und es natürlich auch an der richtigen Stelle dann kommt.
an diesem Tag hatten wir wieder einen schönen Anblick. Einiges an Rehwild und Hasen, die üblichen Verdächtigen also. Und während wir so ein bisschen Kaffee tranken und uns schöne Jagderlebnisse erzählten, bemerkte ich plötzlich Bewegung. Links auf der Wiese, wie kann es anders sein, ungefähr 20, 30 Meter neben dem Hochsitz, wo ich das letzte Mal gesessen habe, kam also dann das Muffelrudel auf die Fläche. Ja, Leute, so kann es gehen. Bis die Entscheidung gefallen ist, welcher sein soll, hat sich jedes Mal ein Tier vor den Ausgesuchten wieder geschoben. Ich war zweimal kurz davor abzudrücken und dann schob sich wieder einer davor. Und jetzt sind sie im Wald verschwunden. Chance war da. Wieder, aber nicht heute, sagt er. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die Kamera wackelt ein bisschen. Ich bin schon ziemlich nervös. War ein sehr schöner Anblick auf jeden Fall. Ich hätte mir gerne lieber liegen gehabt, aber zu lang rumgezögert. Ja, hallo liebe Zuschauer, jetzt sind wir also wieder hier. Alle guten Dinge sind drei. Ihr habt es gesehen in den letzten Videos, die Muffel kam letztes Mal wirklich raus. Das ist ja schon mal eine Steigerung gewesen. Es war sehr aufregend, also der Puls stieg definitiv hoch. Das Jagdfieber kam dann auch noch ein bisschen dazu. Gut, man kann es auf den Punkt bringen, ich konnte mich nicht früh genug entscheiden, welcher es sein sollte. Jetzt ist es anders. Wir haben einen ausgemacht, auch mit Hilfe der Videos und der Fotos hinterher nochmal. In dem Rudel ist also ein Muffelwidder, der einen sehr hellen Fleck, sehr hellen Sattelfleck hat. Das ist der passende oder ein passender. Sollte das Rudel wieder auftauchen heute und in Schussweite kommen, weiß ich zumindest, welchen ich mir raussuchen kann und kann mich wesentlich besser konzentrieren auf das einzelne Stück. Jetzt hoffen wir natürlich, dass sie heute auch kommen. Aber wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Philipp sagt ganz klar, nein, also wir fahren nicht ohne Beute nach Hause. Geht gar nicht. Ja? Schlafsäcke sind also im Auto. Habe ich leider schon zweimal gesagt, aber diesmal wird es klappen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wartmannsheil. Wartmannsheil.
Ja, Freunde, so ist das manchmal. Der dritte Versuch. Dritte Versuch. Alle guten Dinge sind drei, habe ich eben beim Angehen schon gesagt. Wir haben uns also hier schön hingeschlichen, sind diesmal auch beim Angehen auf die Esungsfläche, gute 20, 25 Meter raus, quer rüber, weil wir die Waldkante nicht verstenkern wollten, weil wir gedacht haben, vielleicht kommen sie nah bei uns raus und wenn sie dann schnell auf unsere Fährte kommen, dann wäre das ein sehr kurzes Stelldichein geworden. Ja, wir haben uns gerade eingerichtet. Also ich hatte meine Kamera noch nicht an. Da sagte Philipp, da sind sie, da sind sie. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht reagiert, weil ich dachte, ja, nee, ist klar. War aber tatsächlich so, sie kamen dann also wirklich früh raus. Ich habe den vorher ausgewählten Widder mir schnell aussuchen können. Erst habe ich gedacht, das gibt's nicht, der ist nicht dabei, aber dann war er doch relativ schnell zu erkennen. Er war nur verdeckt durch andere Schafe. Und dann zogen sie bei uns rüber und ich habe dieses Mal auch nicht sehr lange gefackelt. Philipp, was meinst du? Ich habe also, der stand vor dem Ballen, 130 Meter. 130 Meter, da habe ich gesagt, das reicht, das passt auf jeden Fall. Ja, und wie man dann in den anderen Videos gut sehen kann, kamen sie sogar nicht, was Sache ist. Sie wussten nicht, wo der Schuss herkam. Standen natürlich dann dicht gedrängt zusammen. Der beschossene Widder war schon hochflüchtig, ging als erster vorne ab, so dass ich sicherheitshalber noch einen zweiten Schuss angesetzt habe. Jetzt gucken wir mal gleich, wie die Trefferlage ist. Ich bin mir recht sicher, dass der erste schon tödlich war, aber Muffelwild ist ja sehr schusshart, ähnlich wie Sauen. Also die können durchaus nochmal 100, 150 Meter mit einem absolut tödlichen Treffer zurücklegen. Das ging aber schneller als erwartet. Das ging ein bisschen schneller als erwartet, ja. Ja, Philipp, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist jetzt so schnell. Wir gehen jetzt gleich erstmal zum Stück und dann kommt der sentimentale Bereich. Ich freue mich riesig. Wir gehen jetzt mal zum Stück runter, denke ich. Das sind also, den Hochsitz sieht man ja gut im Hintergrund. Also der Muffel liegt ca. 60 Meter vom Hochsitz. Man sieht ihn natürlich sehr schön, die Schnecken. Schauen schön aus dem Klee raus. Die Anspannung ist abgefallen, so langsam. Ich komme so langsam wieder runter. Freue mich aber so unglaublich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein erster Muffel wieder. Und auch eine sehr schöne Angelegenheit. Vielleicht auch gerade, weil es nicht beim ersten Mal geklappt hat. Waldmannsheim. Waldmanns Dank, Maria. Philipp, danke. Ganz herzlichen Dank. Ja. Wie gesagt, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Es hat alles perfekt gepasst. Genau so hat auch Philipp sich das vorgestellt. Das Tier liegt, keine Nachsuche. Ist der Richtige. Ich kann einfach nur sagen, wie gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, überhaupt so eine Möglichkeit zu kriegen. Das hat mich also wirklich besonders gefreut. Boah, und Philipp, ich würde sagen, ich
revanchiere mich. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank. Ich revanchiere mich. Sehr gerne. Hoffentlich mit einem schönen Bierkahn oder schönen Auerhahn in Schweden. Wenn ihr Lust habt, guckt euch das Video dann auch gerne an. Super. Waldmanns Dank, sage ich in diesem Fall. Ja, das Jachthorn habe ich nicht mit, aber ich bin ganz ehrlich, das würdet ihr auch nicht hören wollen. Tschüss. Tschüss.